Gut, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge ATS. Level 35. Ja, nach der Mission sind wir auf jeden Fall Level 36. Dann haben wir unser Let's Play-Ziel erreicht. Und ich weiß immer noch nicht, was ich da noch eigentlich mache. Ob ich einfach weiterspielen oder ich von vorne beginne. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mir noch nicht so recht überlegt. So, oberstes Gebot jetzt so. Schlafplatz finden. Wir haben noch 2 Stunden. Also, ja. 1 Stunde plus extra. Boah, der LKW links im Rückspiegel, der leuchtet ja richtig. Der rote. Oder orange, oder was auch immer das war. Digga, der leuchtet ja richtig. Holy shit. Wir sind natürlich gerade mal 16 Uhr. Das heißt, ja, da werden wir wahrscheinlich mitten in der Nacht aufwachen. Also nicht mitten in der Nacht, aber auf jeden Fall lange bevor es hell geworden ist. Naja, dann ist dem halt so. Hoffentlich können wir bei der nächsten Raststätte dann auch gleich tanken. Halt so extrem off. Und man trotzdem besser vielleicht als gar nichts. Ja, die sind alle off. Die ist auch off. Ha! Ah, dann nehmen wir die hier. Macht wahrscheinlich am ehesten Sinn. 2 Stunden. Oder wir nehmen die. Hier müssen wir sowieso wieder langsamer fahren. Ja doch, wir nehmen die hier hinten. Also da geht noch unsere Strecke. Ja, unsere Strecke ist noch drin. Okay. Oh, weil da unser Bild ist ja schon rot. Hä, ich dachte, ist immer erst bei mehr, also bei weniger als einer Stunde Restzeit rot. Ich bin verwirrt.
Oh ne, da vorne ist wieder der LKW. Aus der linken Spur. Den gibt's doch ja nicht. Hier vorne kutschen auch die Autos miteinander. Aber der LKW da vorne, der macht mich gar nicht glücklich. Der sieht noch ärger aus. Was? Junge, wir haben eine halbe Stunde. Was ist los mit dem? Wird das jetzt schon schwarz vor Augen? Ja. Ich glaube, da fahren wir doch schon hier rein. Vor allem durch den LKW-Kuschel da. Da. Aber guck mal, der eine will abbiegen. Ich habe nur gerade ein bisschen Angst, weil wir gesagt haben, es ist gerade ein bisschen dunkel geworden. Aber wir haben noch mehr als eine, also wir hatten noch eine halbe Stunde. Leben die in Texas anders oder was? Gibt's doch ja nicht. Normalerweise sind gesetzliche Zeiten noch so geregelt, dass man schlafen geht, bevor man aus den Latschen fällt. Damit man eben nicht aus den Latschen fällt. Aha, hier vorne ist auch schon wieder alles dicht. Warum ist hier rot? Warum sind die Autos? Aua. Verdammt. Eigentlich wollte ich doch nur moderat zu schnell fahren. Also. Nicht komplett ohne Rücksicht. Vor allem Rücksicht auf unsere Ware. Auf der Landkarte sieht die Strecke immer so kurz aus. Ja, wobei, da vorne geht schon der große Bogen. Müsste dann kurz danach auch schon in die Raststätte kommen. Ah, davon ist ja schon. Die Erlösung. Guck mal, das ist sogar eine Kamera. Da nehmen wir die Auto direkt mal mit.
das Tor nach Texas. Ich dachte, die zeigen das Tor und nur die Raststätte. So, wir können direkt hier pannen. Praktisch. Nee, ist aussichtsrum. Achso. Nevermind. Schon wieder der Aussichtspunkt hat er auch. Mutter ausschalten und dann E drücken. Ha! Ey, warum sind sie alle blockiert? Na, scheiße. Blöder gelbe LKW. Ah, nimmst halt die richtige Parkplatz. Ist mir auch egal. Gut, auch nicht ganz gerade, aber hey. Hauptsache ich bin einigermaßen in der Parkspur. Och nö, nicht schon wieder Regen. Ey, ist doch nicht wahr. Schon wieder dunkel, schon wieder Regen. Leck mich am Arsch. Wobei, ich verfehle mal tanken hier. Okay. Ja, nee, ist einfach. Egal. Wir tanken trotzdem. Schon wieder regnen, Alter. Oh Mann, ey. Ich glaube, wir müssen echt die Regenwahrscheinlichkeit runterdrehen. Weil so häufig regnet es doch nicht in Amerika, hallo? Wenn es so häufig regnen würde in Amerika, dann würde dort nicht die halbe Landkarte Steppe. Oder sieht das hier für euch aus wie jeder zweite Tag Regen? Hä? Also für mich nicht. Wo geht's überhaupt raus, sag mal? Ach Leute, ich habe keine Ahnung. Gut, wir drehen einfach mal ein paar Runden, solange bis wir rauskommen. Oh, hier sieht aus, dass wir uns hier rausreht. Das ist uns das, von wo wir gekommen sind.
Weiß ich allerdings nicht, warum die Tankstellen nur eine Richtung befahrbar waren. Weil jetzt dort kein Eingang war. Wie einfach das Auto unser Armaturenbrett hier drin beleuchtet. Oder ist das das Auto? Ja, doch, muss das Auto sein. Da. Ah, siehst du genau, da vorne müssen wir nach links. Wir lassen uns jetzt schon die Dämmerung ein. Es ist nicht ganz dunkel. Oh, hinter uns ist der Dämmerung. Oh, Sonnenaufgang. Hui. Da vorne schon wieder. Leute. Macht die linke Fahrbahn frei. Alter. Holy shit. Oh, das ja mal. Ernsthaft, der Was ist das für? Ja, gut.
Ich krieg man nicht wirklich gut in Zähne. So, ich stelle mich mal hier auf den LKW rauf. So powered by why not? Völlig legitime Art, Motiv zu schießen. Easy. Eben, wenn ich da drunter bin, der fällt gleich unser LKW die Sonne. Kann man gucken, so hier. Warum muss der LKW hier sein? Ah, kacke. Obwohl die LKW weg wäre. Könnte man sowas hier machen. Aber, ja, wie gesagt, steht der LKW leider voll im Weg. So. Ich hoffe, das reicht. Oh, da. Ja, so kann man es machen. Na, muss reichen. Besser geht gerade nicht. Wie gesagt, die Skyboxen, die Wetterphänomene sind so mittlerweile echt schon sehr geil. Ist halt nur irgendwie ein bisschen blöd, dass die Skybox nicht zum Regen passt, ne? Also teilweise wir fast klaren Himmel haben und es trotzdem regnet. Ja? Den größten Sonnenschein, aber es regnet. Und da gibt es nicht mal einen Regenbogen. Scheiß Verräter. Warum ist das Schild? So kacke. Also Straßenarbeit ist ja schon gut, aber dann noch Schilder hier aufstellen. Das ist überkloppt. Ah gut, cool, die brauchen sogar Platz für uns. Schon konnte Sonne wieder raus. Aber verpiss dich, liegt neben mir. Meine Fahrbahn. Alter, hinter uns der Wolkenbruch bei der Sonne da. Echt geil. Ich wüsste nur, der Regen würde langsam mal aufhören. Hey, hier fehlen Texturen. Oh, hier fehlen Texturen. LOL. SCS Software. Ich hoffe, du siehst das. Well. Yeah, genau dazwischen. Woohoo. Fürs Protokoll.
Ich hatte gerade nicht Angst wegen Wegrutschen, sondern weil diese weißen Poller da waren. Und da kriegst du aber richtig Schaden. Aber ich hab's genau geschafft, das zwischendurch zu driften. Gut, war zwar eher Glück als Verstand, aber hey, das muss keiner wissen. Diese Texturen da. Das kenne ich normalerweise nur von hässlichen Mods, die das nicht gebacken bekommen, da was hinzu Dings dann. Aber bei einem beim Base-Spiel, warum ist das ein Auto? Da arbeitet sowas eigentlich nicht. Na ja, machen wir alle Pässe, das war ja schon wieder. Ernsthaft? Das war ganz, ganz leicht angeditscht. Ich habe ihn ganz sachte in die Hölle geschickt. Pass auf. Wenn ihr also zum Beispiel eben von der Projekt Tokyo oder Projekt Japan Modpack, das ist ja eins, was die Karte komplett neu definiert. Also es spielt halt in Japan so. Der ist also weder Amerika noch Europa. Dementsprechend ist das eine komplett eigenständige Map auch, komplett selbst entwickelt. Und da fehlen halt nahezu überall Texturen. So dass überall solche Stellen, so wie hier jetzt schon wieder. What the fuck? Warum fehlen Texturen? Ich glaube, da muss SCS Software nochmal nachbessern. Ich sollte vielleicht mehr auf das Spiel achten als auf OBS. Warum kollieren die schon wieder alle so? Mann. Ich bin nur dabei, irgendwelche Autos hier sachte wegzudrängen. Weg mit dir, weg mit dir. Das finde ich mal normal. Und dann noch bei dem Ring hier. Ah, da vorne ist schon wieder komplett Stau. Kannst du das Original vergessen. Und da wäre es links nicht mal ein LKW. Kann der Regen langsam mal aufhören? Jetzt ziehen sich die Wolken schon wieder zu. Da kann es dann noch 3 Jahre dauern mit dem Regen. Ich meine, wie gesagt, wenn wir so an der Westküste sind, okay, ne, weil vor dem Gebirge, also andersrum gesehen, westlich von dem Gebirge, da regnet es ja auch relativ viel. Wenn da viel Regen ist, klar, kein Problem. Aber hier ist Steppe. Und die Steppe kommt nicht von ungefähr, sondern weil es hier fast nie regnet. Da kannst du nicht in-game fast jeden Tag regnen. Das geht doch nicht. Vor allem verstehe ich nicht, warum wir im Ring so wegrutschen. Obwohl ich fucking Trekking-Reifen drauf habe, ja. Alter Leute. Ich habe hier extra diese breiten. Gut, die sieht man nicht wirklich. Hier, diese breiten, dieses breite Profil drauf. Das ist Aquaplaning pur. So. Aber trotzdem schwimme ich weg, wenn ich super glatte Reifen hätte. Das ist nicht gut. Langsam muss ich doch mal ausfinden, wo ich Pause machen kann. Das war ja schon voll Überlänge hier.
So, hier ist doch gut. Schönes Plätzchen. Na dann. Sieht man sich dann bald wieder. Bis dann.